Der Menschheitstraum vom Fliegen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird er wahr. Zuerst sind es nur die Männer, doch dann drängt es auch junge Frauen in die Cockpits. Sie suchen das Abenteuer und die grenzenlose Weite über den Wolken. Himmelsstürmerinnen. Jetzt in ZDF History mit Guido Knopp. Willkommen, liebe Zuschauer. Schon in den 20ern des vorigen Jahrhunderts flogen sie am Himmel über Deutschland. Mutige Pilotinnen wie Hanna Reitsch, Beate Uhse, Elli Beinhorn und Melitta Gräfin Stauffenberg. Als Stunt- und Testpilotinnen genossen sie zumindest ein paar Jahre lang die Freiheit über allen Wolken. Aber dann, um 1935, war es aus mit solcher Unbeschwertheit. Selbstbewusste, engagierte Fliegerinnen passten nur bedingt in Hitlers Frauenbild. Sie mussten sich entscheiden. Entweder stellten sie ihr Können in den Dienst der Luftwaffe und riskierten in der Kriegszeit tagtäglich ihr Leben oder blieben zwangsläufig am Boden. Wie die meisten Himmelsstürmerinnen es trotz aller Mühen und Gefahren schafften, das zu überleben, zeigen unsere Detektive der Geschichte. Wargenau in Ostpreußen 1927. Immer wieder hatte sich die achtjährige Gutsbesitzertochter die Geschichte von Daedalus und Ikarus vorlesen lassen. Sie ist fasziniert von diesen Flugpionieren aus der antiken Sagenwelt. Und sie hat eine Idee. Sie bastelt sich aus Holzlatten, Drachenpapier und Putenfedern ein Flügelpaar. Mit dieser Ausrüstung will die kleine Beate ihren allerersten Flugversuch wagen. Vom Vordach ihres Elternhauses. Heimlich. Ihr Traum vom Fliegen soll wahr werden. Aber es bleibt zunächst ein Traum. Die Landung ist hart, die Flügel sind hin. Der ostpreußische Ikarus hat ein aufgeschürftes Knie. Aber Beate gibt ihren Traum vom Fliegen nicht auf. Und sie wird es schaffen. 17 Jahre später ist Beate Uhse Hauptmann der Luftwaffe. Die Wasserkuppe in der Rhön. Nach dem Ersten Weltkrieg wird hier die Idee weiterentwickelt, sich nur mit Flügeln und ohne Motorkraft in die Lüfte zu schwingen. Die von hier ausgehende Segelflugbegeisterung zieht eine ganze Generation junger Deutscher in ihren Bann. Aber sie hat auch einen politischen Hintergrund. Es lag an den Bedingungen des Versailler Vertrages nach dem Ersten Weltkrieg, der für Deutschland die zivile und die Motorfliegerei, die Militärfliegerei sehr stark eingeschränkt, fast überall verboten hatte. Die deutsche Trotzreaktion darauf war, wenn wir nicht mit Motor fliegen können, dann fliegen wir eben ohne. Ein Klassenfoto Anfang der 20er Jahre. Auch das Mädchen mit den Zöpfen schwärmt fürs Fliegen. Hanna Reitsch wächst im Riesengebirge auf. Nur wenige Kilometer von ihrem Wohnort Hirschberg entfernt befindet sich die Segelfliegerschule in Grunau. Hierhin radelt sie, fast täglich. Hannas größter Wunsch, Segelfliegen lernen. Aber ihr Vater erlaubt es nicht. Er macht seiner Tochter ein Angebot. Wenn sie bis zum Abitur nicht mehr vom Fliegen redet, darf sie einen Segelkurs machen. Hanna hält sich an die Absprache. Zu Hause ist das Thema Fliegen tabu. Aber zuschauen ist ja nicht verboten. Das Fliegen. Vorerst nur ein Traum, der für Hanna Reitsch unerreichbar scheint. Ihr Vater wird nach ihrem Abitur die Absprache längst vergessen haben. Hanna natürlich nicht. Hanna hat schon als kleines Mädchen versucht, auf dem Balkongelände zu gehen, zum Schrecken ihres Vaters, der ihr nach dem Abitur eine goldene Uhr schenken wollte. Und sie sagte, nein, diese Uhr möchte ich nicht. Du hast mir versprochen, dass ich fliegen darf. Jahrelang hatte Hanna Reitsch auf diesen Moment gewartet. Spannung, Landmannschaft ausrichten. Voller Zuversicht und Hoffnung. Zum Zerreißen gespannt stand ich mitten in einem Haufen junger Männer an der Segelkiste. Los. Klopfenden Herzens setzte ich mich auf den offenen Sitz der Grunau 9. Ich war 154 cm groß, kaum 90 Pfund schwer. Kein Wunder, dass ich von den umstehenden jungen manchen Spott hörte. Denn ein Mädchen sollte vernünftigerweise bei den Kochtöpfen bleiben. Hannas erste Flugstunden sind ein Fiasko. Fast legt sie eine Bruchlandung hin. Sie erhält Startverbot. Der Traum vom Fliegen droht, zu einem Albtraum zu werden.
Man hält sie für unfähig, für ungeeignet. Schon will man sie vom Kurs ausschließen. Sollen all die Jahre des sehnsuchtsvollen Wartens vergebens gewesen sein? Anna Reitsch ist nicht der Mensch, der vor Problemen davonläuft. Die 19-Jährige lässt nichts unversucht, das Segelfliegen doch noch zu lernen. Trockenübungen. Als Steuerknüppel dient ein Kochlöffel. Wieder und immer wieder prägt sie sich die Bewegungsabläufe ein. Sie will es schaffen. Und sie wird es schaffen. Die Startschwierigkeiten sind schnell vergessen. Fröhlich, locker und mit ausgelassener Heiterkeit absolviert Hanna in Grunau den Segelfliegerkurs. Die Trockenübungen haben sich ausgezahlt. Neben all dem Spaß, den Hanna Reitsch ganz offensichtlich hat, geht es ihr schon damals auch um etwas anderes. Sie will beweisen, dass sie besser fliegen kann als andere. Und das gelingt ihr schnell. Nur wenige Monate, nachdem diese Aufnahmen entstanden sind, stellt Hanna Reitsch 1932 ihren ersten Segelflug-Weltrekord auf. Die 20er Jahre, die Zeit der großen gesellschaftlichen Veränderungen. Ein neues Frauenbild entsteht. Die Weimarer Reichsverfassung garantiert die Gleichberechtigung. Viele Frauen nutzen die neuen Chancen. Das Heimchen am Herd ist nicht länger Leitbild dieses neuen Frauentyps. Es sind junge Frauen, die zwischen 1900 und 1910 in der Regel geboren sind und die die Frauen ihrer Müttergeneration im Ersten Weltkrieg haben arbeiten sehen. Den jungen Frauen dieser Generation ist damit ein ganz anderes Selbstverständnis in den Weg gelegt als noch der Müttergeneration. Und so einige von denen denken, ach, dann kann ich auch etwas machen, was meine Eltern für undenkbar hielten. Elli Beinhorn. Schon als 20-Jährige verkörpert sie dieses moderne, selbstbewusste neue Frauenbild. Sie möchte unbedingt etwas schaffen, was ihre Eltern für undenkbar halten. Sie ist wirklich nach Hause gekommen und hat gesagt, sie möchte Fliegerin werden. Und dann haben sie gesagt, du spinnst. Sie wollten mit ihr zu einem Nervenarzt gehen. Erstmals haben sie es nicht ernst genommen, weil sie gesagt hat, dass die Eltern haben gesagt, das ist nicht ernst zu nehmen. Ihr Traum ist es, fremde Länder zu erkunden. Ihren Motorflugschein macht sie offenbar mit links. Wenn ich nun sagen sollte, dass ich unendlich beeindruckt von dem Erlebnis dieses ersten Fluges war, so müsste ich lügen. Es war alles so selbstverständlich und so natürlich. Und das Steuern konnte auch gar nicht anders sein. Wenn man den Knüppel sanft nach vorn drückte, dann bewegte sich das Flugzeug nach unten. Das hatte man gleich heraus und machte es gefühlsmäßig richtig. Tempelhof, 29. April 1931. Tausende Menschen feiern die Rückkehr von Elli Beinhorn. 4 Monate lang ist sie mit ihrem Flugzeug in Afrika unterwegs gewesen. Eine Abenteuerreise, die die junge Fliegerin auf einen Schlag berühmt macht. Die Ankunft von Elli Beinhorn ist das Medienereignis. Ich glaube, sie geht warm hier und friert mich tot. Im Erzgebirge liegt Schnee in 600 Meter Höhe. Sonst ist es natürlich wundervoll. Die Flugpionierin ist froh, wieder zu Hause zu sein, denn die Reise war voller Risiken. Der Flug war geheim gehalten, weil sie sich sagte, wenn ich es nicht schaffe, dann wird alles in der Presse darüber lachen und sagen, ja, ja, die Frauenfliegerei. Das weiß eigentlich keiner, dass eine verrückte kleine Fliegerin namens Elli Beinhorn sich auf den Weg nach Afrika macht. Im westafrikanischen Guinea-Bissau macht sie Luftaufnahmen für wissenschaftliche Zwecke. Ihre offene Maschine hat gerade mal 120 PS. Richtig berühmt wird sie in dem Moment, wo sie in der Nähe Timbuktus notlanden muss und für mehrere Tage verschollen ist. Und dann irgendwie bei Schwarzen gelandet ist, notgelandet ist, das Flieger war kaputt. Die nie einen weißen Menschen gesehen hatten. Die nächsten Schlagzeilen, die jetzt auftreten, sind Elli Beinhorn verschwunden. Irgendwo in Afrika, vielleicht unter all diesen furchtbaren Negern. Wer weiß. Von diesem Moment an war sie, weil sie ursprünglich als verloren galt, keiner wusste, wo sie war, war sie bekannt. Für die Boulevardpresse ist Elli Beinhorn nach diesem Afrika-Flug die berühmteste Frau Deutschlands. Auch das Mädchen, das einst in Ostpreußen vom heimischen Vordach stürzte, ist inzwischen flügge geworden. Beate Use fliegt für sich und für andere.
zum Beispiel für UFA-Star René Deltgen. In dem Film Achtung, Feind hört mit, tut Deltgen nur so, Beate Use fliegt. Sperrstelle 14, 16, 17, klar. Privatflugzeug, DEVGR, Type Bücker Student, von feindlichen Agenten gestohlen, zur Landung zwingen. Ein Nebenjob, der sie zur ersten Stuntpilotin Deutschlands macht. Die Spionagegeschichte mit politischem Lehrcharakter endet mit dem Tod des Bösewichts. Beate Uses Fliegerkarriere startet 1937 bei den Bücker Flugzeugwerken in Rangsdorf bei Berlin. In Rangsdorf hatte sie zuvor ihren Motorflugschein erworben. Nun durchläuft sie als Praktikantin alle Bereiche der Firma Bücker und hat Glück. Ein Einflieger fällt aus und sie darf einspringen. Ich rollte mit den nagelneuen Maschinen zum Start, rief dem Beamten der Luftaufsicht zu, Bücker, Werkflug, und wurde zum Start gewunken. Auf meinen Knien war ein Block mit Fakten, die zu überprüfen waren. Drehzahl in 1000 Meter Höhe, in 2000 Meter, Geschwindigkeit, Öldruck, Querrudereinstellung, Trimmung, Spritverbrauch. Ich flog und flog und flog und war gerade 19 Jahre alt. Und sie fügt sich auch erstaunlich gut in die 2000 Männer starke Belegschaft von Bücker ein. Sie erhält da den Spitznamen Maxe, was belegt, dass sie ihren eigenen Weg in die Fliegerei sucht. Ganz im Stillen arbeitet eine der interessantesten Himmelsstürmerinnen, Melita Schiller. Nicht das Abenteuer reizt sie, sondern die Flugtechnik. 8 Jahre forscht die Diplom-Ingenieurin an der verstellbaren Luftschraube. Hightech in den späten 20er Jahren. Ihre Ausbildung als Fliegerin nutzt sie, um ihre theoretischen Erkenntnisse selbst in der Praxis auszuprobieren. Eine in Deutschland einmalige Fliegerkarriere. Melita Schiller ist die Fliegerin in Deutschland, über die wir eigentlich nur sehr wenig wissen. Es liegt zum einen daran, dass sie sehr introvertiert in ihrer Persönlichkeit gewesen ist. Sie hat selbst als junge Fliegerin kaum Schlagzeilen gemacht. Sie war eine Frau, die konnte einfach alles. Sie war natürlich Fliegerin, sie konnte Auto fahren, sie hatte auch ein Auto, was damals ungewöhnlich war im Vergleich. Sie ist zur Jagd gegangen, also wir haben sie restlos bewundert. Melita Schiller ist die vielseitigst ausgebildete unter allen deutschen Fliegerinnen. Und in ihrer Doppeleigenschaft als Ingenieurin und Flugzeugführerin war sie unschätzbar für die deutsche Luftfahrtforschung. 1933 wird alles anders. Hitler interessiert die Freiheit über den Wolken wenig. Für ihn ist Luftfahrt vor allem eine Frage des Prestiges. Das Frauenbild, das nun offiziell propagiert wird, ist das Gegenteil dessen, was in den 20er Jahren gelebt wurde. Das Heimchen am Herd hat nun wieder Konjunktur. Welche Folgen werden die veränderten politischen Verhältnisse für die Fliegerinnen haben? Die neuen Machthaber unterstützen die Segelflugbewegung und machen keinen Hehl aus ihren wahren Absichten. So weit waren wir im Fliegen, als wir in das NS-Fliegerkorps übernommen wurden. Flugsport als paramilitärische Vorbereitung für eine Karriere in der Luftwaffe. Flugwettbewerbe als Demonstration der Macht. Man brauchte keine lächelnden Fliegerinnen mehr, die überall in der Welt umhereilten. Ausnahmen waren nur sehr wenige Fliegerinnen. Ellie Beinhorn zum Beispiel hatte ihren großen Ruf vor 1933 bereits erworben und war auch im Ausland so angesehen, dass bei ihr relativ wenige Einschnitte auftraten. Durch Zufall entdeckt Ellie Beinhorn ein neues Flugzeug des Konstrukteurs Willi Messerschmidt, die BF-108. Sie ist fasziniert und versteht nicht, warum diese Maschine kaum Beachtung findet. Sie bietet Messerschmidt an, bei der Vermarktung des neuen Flugzeugtyps zu helfen. Als erstes erhält die BF-108 den Namen Typhoon. Sie hat den Namen ja auch gesucht, weil sie gesagt hat, sie braucht einen Namen, der international klingt, der nach Leistung klingt, nach Geschwindigkeit. Und da ist ihr dieser Name Typhoon eingefallen und dieser wurde dann übernommen. Mit der Typhoon erkundet Ellie Beinhorn die Welt und fremde Kulturen. Dabei stellt sie zahlreiche Rekorde auf.
1934 fliegt sie innerhalb von 24 Stunden von Deutschland nach Asien und zurück. Die attraktive Pilotin weiß, für die Taifun der Messerschmitt-Werke ist sie der ideale Werbeträger. Hanna Reitsch marschiert systemkonform. Als Segelflugtestpilotin hat sie inzwischen Karriere gemacht. Durch die seit 1935 offen betriebene Aufrüstung der Luftwaffe locken neue Jobs, wie bei der Luftwaffenerprobungsstelle Rechlin. Das war im Rahmen der, sagen wir, normalen Ausbildung von Flugzeugführern, Flugbaumeistern gab es damals, die später für den Einsatz in der Industrie oder bei der Luftwaffe vorgesehen waren, die aber bei der Erprobungsstelle entsprechende Erfahrung auf unterschiedlichsten Flugzeugmustern sammeln sollten. Hanna Reitsch macht sich auf, die Männerdomäne zu erobern. In Rechlin flog ich nun die verschiedensten Typen. Stukas, Bomber, Jagdmaschinen. Ich wurde hier zum ersten Mal in eine Aufgabe hineingestellt, die ausschließlich dem Mann vorbehalten war. Wenn sie auch nur vorübergehend den Charakter des Soldatischen trug, so schien sie mir doch eine vaterländische Aufgabe zu sein, deren Gewicht und Verantwortung mir mehr Auszeichnung war als Titel oder Ehrung es hätten sein können. Für Hanna war der Begriff des Vaterlandes ganz selbstverständlich und ebenso der Treue und Pflichtbewusstsein. Aber das ist für unsere damalige Generation eine Selbstverständlichkeit gewesen. Hanna Reitschs Charakter ist außergewöhnlich interessant, weil sie war von einem großen Ehrgefühl und großem Ehrgeiz besessen. Sie wollte der Welt beweisen, dass sie so gut fliegen kann wie ein Mann. Hier sehen Sie, wie Flugkapitän Hanna Reitsch, Inhaberin vieler Weltrekorde, sich in dem völlig neuartigen Hubschrauber von Professor Focke heimisch fühlt. Das Regime benutzt Hanna Reitsch für Propagandazwecke. Wie hier bei ihrem Hubschrauberflug in der Deutschlandhalle. Die Himmelsstürmerinnen, ein Leben über den Wolken. Und manchmal ist eine der Wolken die Wolke 7. 29. September 1935, Autorennen in der Nähe von Brünn. Die Fliegerin Elli Beinhorn sitzt auf der Tribüne, als ein neuer Stern am Rennfahrerhimmel aufgeht. Fast während des ganzen bisherigen Rennens führt Rosemeier. Nach einer fahrerischen Meisterleistung gewinnt Bernd Rosemeier seinen ersten Grand Prix und das Herz der berühmten Pilotin. Sie war ja nicht auf der Suche nach einem Ehemann. Sie war ja die bekannte Fliegerin, die ihm gratulieren sollte, als er seinen ersten großen Preis gewonnen hat. Das wollte sie gar nicht. Aber irgendwie ist sie dann doch, hat sich dann doch überreden lassen, hat ihm gratuliert. Und er hat wohl sofort gemerkt, dass das eine Partnerin für ihn sein könnte. Sie gar nicht. Eine dauerhafte Beziehung oder gar eine Ehe? Elli Beinhorns Traum ist es zu fliegen. Allein. Wozu ein Ehemann? Doch der 26-jährige Bernd Rosemeier weiß nicht nur auf der Rennstrecke, was er will. Im Laufe der Zeit wurde das dann intensiver. Und eines Tages kam er mit den Heiratspapieren. Und hat gesagt, jetzt die Papiere, die ich jetzt hier habe, sind meine Heiratspapiere. Ich gehe jetzt nicht weg, wenn ich nicht auch deine habe. Und dann hat sie ihre Papiere rausgesucht und hat auch mal gesagt und hat sie mir auch erzählt, hat gesagt, so jemand wie sie heiratet entweder so oder gar nicht. Die berühmte Fliegerin und der erfolgreiche Rennfahrer. Am 13. Juli 1936 geben sich Beinhorn und Rosemeier das Ja-Wort. Ich denke, da haben sich einfach zwei Menschen gefunden, die sich im Charakter sehr ähnlich waren, die sehr individuell waren, die den Umgang mit dem Risiko kannten, die auch wussten, was es bedeutet, an so exponierter Stelle in der Gesellschaft zu leben. Das Mädchen, das einst von Icarus träumte, schwärmt nun von ihrem Fluglehrer, Hans-Jürgen Use. Aus der anfänglichen Schwärmerei wird schnell mehr. Eine für damalige Verhältnisse unmögliche Beziehung. Der Fluglehrer ist 29 Jahre alt, die Gutsbesitzertochter gerade mal 18. Beide wollen durchstarten ins Glück. Aber Beates Vater stellt sich gegen eine Hochzeit. Am Ende setzt sich Beate durch. 1939 heiraten sie.
Als 3 Jahre später Sohn Klaus zur Welt kommt, scheint das private Glück perfekt. Wir hatten in Rangsdorf ein Häuschen gemietet. Kein Prachtbau, aber niedlich. Das Haus bot uns reichlich Platz. Wir hatten einen Garten und Telefon. Wir hatten ein gemütliches Heim und sahen uns häufig. Hans, der als Leutnant-Ausbilder bei der Luftwaffe war, konnte es einrichten, immer mal einen Tag oder eine Nacht aus Posen und später Warschau nach Hause zu fliegen. Das Ehepaar Rosemeyer-Beinhorn hat weniger Muße für besinnliche Stunden. Szenen einer Ehe. Bernd und ich fanden es herrlich, unser erstes verheiratetes Weihnachtsfest in Südafrika verbringen zu können. Bernd, der neben seinem Beruf als Rennfahrer auch ein gelernter und, wie ich finde, sehr guter Mechaniker ist, sorgte vor dem Start und später auch während des ganzen Fluges dafür, dass unser Argus-Motor immer in tadelloser Ordnung war. Mein Vater hat ja sofort angefangen, fliegen zu lernen. Und als er damals dann so weit war, dass er das erste Mal die Taifun alleine geflogen ist, das ist ihr wohl schon sehr aufgestoßen. Aber dadurch, dass sie gesehen hat, wie gut er das gemacht hat, hat sie das akzeptiert. Obwohl es in ihren Memoiren einige Anmerkungen gibt, in der sie sich darüber amüsiert, wie er, der soeben erst fliegen gelernt hat, den großen Piloten mimt und auch als solcher behandelt wird von Dritten. Und sie steht sozusagen als die kleine, unerfahrene Begleiterin, als die sie dort gesehen wird, an der Seite. Das muss eine herausragende Fliegerin wie Ellie Byron unheimlich amüsiert haben. Im November 1937 kommt Sohn Bernd Junior zur Welt. Das Familienglück ist perfekt. Melita Schiller, die fliegende Ingenieurin, posiert auf einer Hochzeit neben Klaus Schenk Graf von Stauffenberg. Aber ihr Blick fällt an diesem Tag auf dessen Bruder Alexander. Die beiden heiraten 1937. Wer war dieser Mann, der das Herz der stillen Melita eroberte? Mein Onkel Alexander war eigentlich eine Künstler- und Poetennatur. Und er war ein sehr engagierter Althistoriker, der selber auch an Ausgrabungen teilgenommen hat. Er war nicht ein besonders praktisch veranlagter Mensch, aber war außerordentlich herzlich und liebevoll. Und wir haben ihn also auch sehr gemocht. Es ist mir sogar damals schon aufgefallen, dass er und seine Frau gänzlich verschiedene Typen waren. Aber sie haben sich offensichtlich angezogen und es war eine sehr glückliche Ehe. Rosemeyer holt auf! An der Spitze des Feldes rast er dem Ziel entgegen. Zwärmt Rosemeyer auf Auto-Union, Sieger in der Coppa Acerbo 1937. Rosemeyer auf dem Höhepunkt der Karriere, vom Publikum umjubelt. Wo es nur geht, unterstützt Ehefrau Elli den ambitionierten Rennfahrer. 28. Januar 1938. Bernd Rosemeyer beim Angriff auf den Kilometerrekord. Der ist erst wenige Minuten vorher von seinem Konkurrenten aufgestellt worden und liegt bei 432 Kilometer pro Stunde. In höchster Fahrt durchrast Bernd Rosemeyer das Startband. Eine Sekunde, zwei, drei, vier Sekunden. Die Hälfte der Strecke ist zurückgelegt. 800 Meter, Bernd Rosemeyer rast dem Ziel entgegen. 430 Kilometer pro Stunde ist der Wagen schnell, als ihn eine Windböe erfasst. Bernd Rosemeyer ist sofort tot. Ellie Beinhorn muss Abschied nehmen von ihrem Mann. Dass sie das natürlich nie wirklich verwunden hat, ist ganz klar. Sie hat auch letzten Endes mit mir nie über den Unfall meines Vaters geredet. Das haben wir nie im Detail besprochen. Das war so ein bisschen ein Tabuthema. Die junge Witwe sucht Trost in der Einsamkeit über den Wolken. Sie fliegt nach Persien, Indien und Siam. Ich konnte den Anschluss an mein früheres Leben einfach nicht wiederfinden. Dabei gab ich mir ehrlich Mühe. Ich musste wegfliegen. So weit weg, dass man mich nicht auf Schritt und Tritt erkannte. 1,5 Jahre später wird der Himmel über Europa zum Kriegsschauplatz. Deutsche Bomberverbände greifen im September 39 Polen an. Es gibt auch Pläne für Luftangriffe auf England.
Die Zeiten, in denen unbekümmerte Fliegerinnen fröhlich und unbeschwert am Himmel ihre Luftkapriolen zeigen konnten, sind endgültig vorbei. Hanna Reitsch neben dem Flugzeugkonstrukteur Willi Messerschmidt. Der gleiche Mann, der noch vor wenigen Jahren Elly Beinhorns zivile Typhoon konstruiert hat, baut nun ausschließlich Kriegsgerät. Nun ist Hanna Reitsch für ihn wichtig. Für die Himmelsstürmerinnen bleibt nur eine Möglichkeit, auch weiterhin zu fliegen: der Dienst in der Luftwaffe. Hanna Reitsch hat sich längst dafür entschieden. Sie testet den Großraumsegler Gigant, ein fliegendes Ungetüm, das bei der England-Invasion eingesetzt werden soll. Reitsch versucht sich in der militärischen Männerwelt zu behaupten, als Kameradin des fliegenden Mannes. Aber oftmals scheitert sie beim Versuch, die Geschlechterrollen zu durchbrechen. Dass ich eine Frau war, störte viele, denen das Privileg des Mannes wichtiger war als die Not der Stunde. Ich glaube nicht, dass sie jemals gedacht hat, also da nun die Männer zu beseitigen oder zu übertreffen oder sonst was. Sie hat es ja schwer genug gehabt, nicht? Dass die jungen Leute sie plötzlich in ihren Bereich als Frau hineinkommen sahen. Die Stukas. Mit Sirenengeheul stürzen sie sich auf ihr Ziel. Punktgenau werfen sie ihre Bomben ab. Melitta von Stauffenberg entwickelt die Zielvisiere dieser Maschinen. Bei Kriegsbeginn wollte sie eigentlich eine andere, eher weibliche Aufgabe übernehmen, als Pilotin für Rotkreuzeinsätze. Freilich scheiterte das Unternehmen am Widerstand der zuständigen Stellen im Reichsluftfahrtministerium, die an mich herantraten, um mich mit jenen wichtigen Aufgaben der Sturzflugerprobung zu betrauen, die mich seither voll ausgefüllt und befriedigt haben. Sie testet die von ihr entwickelten Zielvisiere selbst. Bis zu 15 Sturzflüge unternimmt sie an einem Tag. Insgesamt werden es etwa 2500. Ein höchst gefährlicher Job, denn beim Abfangen der Maschinen aus großer Höhe wird der Körper extremsten Belastungen ausgesetzt. Wie lange sie das noch hätte durchhalten können, das ist natürlich eine ganz große Frage. Ihre Eltern waren ja auch sehr besorgt und haben versucht, Göring zu beeinflussen, dass sie aus dieser Verwendung herausgenommen wird. Erstens war das erfolglos und zweitens war das auch gegen ihren eigenen Willen. Auch Beate Use entscheidet sich für die Luftwaffe. Und sie bekleidet sogar einen militärischen Rang. Als Hauptmann ist sie Teil des Überführungsgeschwaders 1 in Tempelhof. Später wird sie sich rechtfertigen. Meine Sportfliegerei war durch den Krieg unmöglich geworden. Deshalb nutzte ich dankbar die Chance, die mir von der Luftwaffe geboten wurde, in einem Überführungsgeschwader tätig zu sein. Dort all die Typen zu fliegen, an die man sonst nie herankommt. Zum Beispiel die Messerschmitt 109, den schnellen Jäger. Mit dieser Typenerfahrung und Flugzeit hast du nach dem Krieg sicher gute Chancen im Beruf, dachte ich damals. Elly Beinhorns Flüge um die Welt sind endgültig Vergangenheit. Warum geht nicht auch sie zur Luftwaffe? Meine Mutter war eine Luftwanderin, wollte alleine rumfliegen, hat, soviel ich weiß, zum Anfang des Krieges ein paar Kurierflüge gemacht, das war aber auch alles. Und dann hat sie es aufgegeben und ist nicht mehr geflogen. Statt der Messerschmitt Typhoon bewegt Elly Beinhorn nun den Kinderwagen mit dem kleinen Bernd Junior über die Straßen von Berlin. Ihre Rolle als Mutter erfüllt sie genauso hingebungsvoll wie die als Pilotin. Sie war eigentlich für mich eine hervorragende Mutter. Sie war nicht die berühmte Fliegerin Elly Beinhorn, sondern sie war eine Mutter wie jede andere auch. Das ist halt einfach so. Und sie hat auch die Lücke, die mein Vater hinterlassen hat, für mich eigentlich sehr gut ausgefüllt. Ich hatte nie das Gefühl, ohne Vater aufgewachsen zu sein. Ich hatte das Glück, einen immer 28-jährigen Vater zu haben. Am 30. Oktober 1942 testet Hanna Reitsch die Messerschmitt ME-163, die als erstes Flugzeug die 1000 km pro Stunde erreicht. Nach dem Start mit Raketenantrieb wird das Fahrwerk abgeworfen, gelandet wird im Gleitflug. Doch an diesem Tag klemmt das Fahrwerk.
Hanna Reitsch schlug bei der Landung mit dem Gesicht auf ein Visier und zog sich einen vierfachen Schädelbasisbruch, einen doppelten Gesichtsschädelbruch, eine Spaltung des Oberkiefers und eine Quetschung der Nase zu. In ihrer Autobiografie schreibt sie: Ich wusste, wie furchtbar ich aussah, aber ich wollte trotzdem schnell noch zuerst meiner Aufgabe als Versuchsfliegerin gerecht werden und genau notieren, was zum Sturz geführt hatte. Und dann band ich mir ein Taschentuch vor den Kopf, damit meine Kameraden nicht sehen würden, wie schwer verletzt ich bin. So viel Einsatz für das Vaterland verdient eine besondere Ehrung, findet Hitler und verleiht Hanna Reitsch das Eiserne Kreuz. Sie ist unendlich stolz. Ihre Heimatstadt verleiht ihr die Ehrenbürgerwürde und bereitet ihr einen triumphalen Empfang. Obwohl Hanna Reitsch nicht Mitglied der NSDAP ist, lässt sie es zu, dass sie vom Regime zu einer Ikone der Luftwaffe stilisiert wird. Sie kommt! Bereitwillig lässt sie sich für Propagandazwecke einspannen. Herzlich begrüßen die Jungen und Mädel den Flugkapitän Hanna Reitsch, die als einzige Frau für ihre Verdienste, die sie der kämpfenden Front als Versuchspilotin geleistet, vom Führer mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse ausgezeichnet wurde. Melitta von Stauffenberg wird ebenfalls mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet, aber ohne großen Medienrummel. Stattdessen gibt es wenig später einen geheimen Aktenvermerk, der auf ihre jüdische Abstammung verweist. Doch trotz dieses Makels möchte man auf ihre Unterstützung bei der Stuka-Entwicklung nicht verzichten. Der Vermerk bleibt unter Verschluss. Frühjahr 1944. Die Lage wird immer aussichtsloser. In Teilen des Militärs reift die Erkenntnis, dass der Krieg verloren ist. Umsturzpläne werden geschmiedet. Die Familie Melittas von Stauffenberg ist ein wichtiger Teil des militärischen Widerstands. An der Spitze der Aufständischen steht Melittas Schwager Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Was wusste Melitta vom Attentat auf Hitler? Man kann davon ausgehen, dass Familiendiskussionen im Hause Stauffenberg geführt wurden und dass Melitta selbstverständlich dabei war und diesen langen Prozess der Entscheidungsfindung, dass jemand wie Klaus Graf Schenk von Stauffenberg sich gegen seinen Offizierseid stellt, sich zu Attentatsgedanken durchringt, dass sie da mit involviert gewesen ist. Ihre Tagebuchaufzeichnungen lassen vermuten, dass sie mit dem Schwager über die Attentatspläne gesprochen hat. Sonntag, 21.05. Früh Anrufe Klaus Stauffenberg, Berthold, Heften, endlich geeinigt. Dienstag, 13.06. Etwas ausruhen, etwas spät Nikolassee, aber Klaus Stauffenberg noch später. Abendessen, Bericht vom Führerhauptquartier. Soweit wir wissen, ist Melitta Schiller auch von Klaus Graf Schenk von Stauffenberg gebeten worden, ihn nach dem Attentat nach Berlin zu fliegen, wo die Attentäter die Macht übernehmen wollten. Auffällig oft unternimmt sie Flugversuche mit dem Fieseler Storch. Sonnabend, 17.06. Nachmittags ausgeruht. Nachtflüge Storch, 21.05. Sonnabend, 24.06. Nachts Flüge Storch. Dienstag, 18.07. Storch organisiert. Nachtflüge. Alarm. Sehr spät. Der Fieseler Storch gehört nicht zu ihrem Testprogramm. Sind die nächtlichen Flüge heimliche Übungen, um den Schwager nach dem Attentat mit dieser Maschine zurück nach Berlin zu fliegen? Wenn es so war, müssen ihr Zweifel gekommen sein. Als erfahrener Fliegerin musste sie ja wissen, dass mit dem ihr zur Verfügung stehenden Flugzeugen es nicht möglich war, ihn rechtzeitig von der Wolfschanze zurückzubringen. Hanna Reitsch testet zur selben Zeit den ersten Strahljäger der Welt, die Messerschmitt ME-262, eine jener Wunderwaffen, die den Endsieg doch noch möglich machen sollen. Auch eine andere Wunderwaffe erprobt sie, die bemannte Version der V1. Das ist V1 im Einsatz. Die unerwartete deutsche Waffe, die eine erste Antwort der deutschen Luftrüstung auf den angloamerikanischen Bombenterror ist. Vehement setzt sich Reitsch dafür ein, die V1 für sogenannte Selbstopfereinsätze weiterzuentwickeln. Sie versucht sogar, Hitler persönlich von diesem Projekt zu überzeugen. Das Projekt Selbstopfer oder auch Totaleinsatz, wie es ein bisschen verschönend genannt wurde, zu Kriegsende, war eine Idee, Piloten auf bemannten Flugzeugen quasi wie Torpedos sich auf feindliche Ziele stürzen zu lassen.
Das wusste Hanna, dass eben auch viele junge Menschen bereit waren, sich einzusetzen. Und sagten, mir ist es dann lieber zu sterben, wenn ich dafür für unser Land eine Verbesserung schaffen kann. Inwieweit sich dahinter fanatischer Nationalsozialismus verbirgt oder wirklich nur verzweifelter Patriotismus, ist auch eine Frage der Auslegung. Hier hat sie aber auf jeden Fall die Grenze überschritten von ihrem eigenen Einsatz, dem Einsatz ihres eigenen Lebens, zur Entscheidung darüber, auch andere zu diesem Einsatz zu bringen. Sie bringt sich jetzt ein vom Befehlsempfänger als Versuchspfleger zum Ideengeber, zum Mittäter an diesem Projekt, und das ist eine neue Stufe ihres Wirkens. Zu ihrer großen Enttäuschung entscheiden sich Hitler und die Luftwaffenführung gegen das Selbstopferprojekt. Es wird zwar getestet, aber nicht durchgeführt. Ein ähnliches Vorhaben, an dem Hanna Reitsch aber nicht beteiligt ist, wird im Frühjahr 1945 in die Tat umgesetzt. Beim sogenannten Sonderkommando Elbe sollen deutsche Jagdflieger feindliche Bomber rammen und zum Absturz bringen. 77 deutsche Piloten opfern sich für diesen sinnlosen Kamikaze-Einsatz. 31. Mai 1944. Beate Use bekommt unerwarteten Besuch in ihrem Haus in Rangsdorf. An der Tür der Kommandeur ihres Mannes. Er hat eine traurige Mitteilung zu machen. Er brauchte nichts zu sagen. Ich wusste Bescheid. Mein Mann würde nie wieder nach Hause kommen. Zu mir. Zu unserem Kind. Hans-Jürgen Use, mittlerweile zur Jagdfliegerstaffel Magdeburg abkommandiert, war bei einem Startunfall ums Leben gekommen. Der Weg zur Wolfsschanze, dem Führerhauptquartier in Ostpreußen. An diesem Ort verübt Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, am 20. Juli 1944 das Attentat auf Hitler. Doch der Diktator überlebt. Das ist der Schauplatz des verbrecherischen Anschlages, den ein kleiner, gewissenloser Offiziere am 20. Juli auf den Führer und auf den Stab der Wehrmachtführung verübte. Noch am gleichen Abend werden die Hauptverschwörer verhaftet. Stauffenberg und drei seiner Mitverschwörer werden kurz nach Mitternacht standrechtlich erschossen. Die Angehörigen der Widerständler in Sippenhaft genommen. Berlin, Gestapo-Zentrale, Prinz-Albrecht-Straße. Auch Melitta wird verhaftet, ebenso wie ihr Mann Alexander, der in verschiedene Konzentrationslager gebracht wird. Donnerstag, 27. Juli 1944. Ganz gut in Form, etwas müde. Noch immer keine Vernehmung und nichts. Kommissar Sonderegger sagte, wie Sippenhaft gehandhabt wird, richtet sich nach Tragweite der Tat. Bin völlig ruhig, auf alles gefasst. Wenn Schnäppchen für seinen Bruder fallen müsste, hätte ich hier nichts mehr zu suchen. Denke an die vielen Gefallenen. Vielleicht sehe ich sie bald. Sie ist nach 6 Wochen allerdings wieder freigelassen worden, viel, viel schneller als andere Familienangehörige, weil man ihre Dienste als Versuchsfliegerin benötigte. Melitta Schenk, Gräfin von Stauffenberg, kehrt an ihren Arbeitsplatz zurück. Allerdings verfügt das Reichssicherheitshauptamt, der Name Stauffenberg darf nicht mehr auftauchen. Immerhin, den Titel Gräfin darf sie behalten. Januar 1945. Die Lage in den deutschen Ostgebieten ist hoffnungslos. Endlose Flüchtlingstrecks setzen sich nach Westen in Bewegung, um vor der Roten Armee zu fliehen. Nach einem Überführungsflug nach Gotenhafen besucht Beate Use ihre Eltern. Verzweifelt bekniet die Pilotin sie, ebenfalls zu fliehen. Vergeblich. Ich sollte meine Eltern nie wiedersehen. Erst viele Jahre später habe ich erfahren, was ihnen zugestoßen war. Eine Melkerin vom Gut hatte gesehen, dass mein Vater den russischen Soldaten entgegenging, als sie den Hof erreichten. Da stand er nun, der alte Mann von 75 Jahren. Sie erschossen ihn auf der Stelle. Wenige Monate später starb auch Mutter. An Entkräftung, wie es hieß. Frühjahr
4. April 1945. Gemeinsam mit ihrem Mitarbeiter Hubertus von Papen verlässt Melitta von Stauffenberg mit einem Fieseler Storch ihre Dienststelle in Gatow. Die Rote Armee steht kurz vor Berlin und beide wollen nicht den Russen in die Hände fallen. Melittas Mann Alexander befindet sich zu dieser Zeit immer noch im KZ Buchenwald in Sippenhaft. Also fliegt sie mit von Papen zunächst Richtung Weimar, um das KZ Buchenwald zu überfliegen. Das hat sie zuvor schon einige Male gemacht. Vielleicht besteht ja jetzt in den Wirren der letzten Kriegstage die Chance, ihn zu befreien. Aber als von Papen und Melitta diesmal das KZ-Gelände überfliegen, gibt es eine böse Überraschung. Das war vollkommen leer. Sonst sah man immer die Sträflinge so im Hof rumlaufen. Da war nur noch eine Nachhut von einem Mädel. Und die sagte, ja, die KZ-Insassen sind nach Straubing verlegt worden. Auf dem Flughafen Weimar entkommen Melitta und von Papen nur knapp einem US-Angriff. Ihr Fieseler Storch ist zerstört. Mit einer Ersatzmaschine fliegen sie weiter nach Marienbad. Dort trennen sich ihre Wege. Dann brachte ich die Gräfin Schenk noch zum Start und winkte ihr so zu. Das war unser endgültiger Abschied. Melitta will unbedingt nach Straubing, um das Schicksal ihres Mannes aufzuklären. Ist er wirklich dort? Oder befindet er sich vielleicht auf einem der Todesmärsche? Am 8. April 1945 hat sie ihr Ziel Straubing fast erreicht. Doch dann wird sie von zwei Jagdmaschinen entdeckt, verfolgt und abgeschossen. Den Abschuss überlebt sie zunächst, stirbt aber wenig später im Krankenhaus. War schon sehr schmerzhaft und traurig. Hat mich also ziemlich mitgenommen, muss ich sagen. Ja. So endet eben das Leben einer großen, großen Dame. Es ranken sich um den letzten Flug so viele Gerüchte, denke ich, weil sie als jemand mit vierteljüdischer Herkunft als so exotisch und ungewöhnlich in dieser Position im Dritten Reich gesehen wird, dass sich Leben und Tod quasi für die Legendenbildung geradezu öffnen. Am 21. April 1945 schlägt sich Beate Use mit ihrem Sohn und dem Kindermädchen nach Gatow durch. Noch ist dieser Flughafen Berlins offen. Sie treibt eine flugtaugliche Maschine auf. Eine Siebel 104, ein Typ, den sie noch nie geflogen ist. Trotzdem wagt sie den Start. Und sie hat Glück. Sie erreicht Schleswig-Holstein. Ihr Flugbuch. Das Dokument ihres letzten Kriegsfluges. General der Luftwaffe Ritter von Greim. Hanna Reitsch und er kennen sich seit Jahren. Er ist ihr Mentor. Sie hat ihn an der Front besucht. Ende April 1945 zitiert Hitler von Greim nach Berlin. Hanna Reitsch begleitet ihn. Der Flug ist ein Himmelfahrtskommando. Berlin von den Russen hermetisch abgeriegelt. Reitsch gelingt es, die zerschossene Maschine unweit der Siegessäule zu landen. Beide erreichen die Reichskanzlei. Die Fliegerin wird Zeugin der letzten Tage im Führerbunker. Dass sie beide gesund eingetroffen sind. Wir waren unter schwerem Beschuss, konnten dann aber doch noch in Gatow landen. Von da an war auf den Straßen kein weiteres Durchkommen mehr möglich. Also haben wir uns einen Fieseler Storch besorgt und sind direkt über die russischen Linien geflogen. Und auf der Ost-West-Achse gelandet. Ein Gruselkabinett der besonderen Art. Die Rolle, die Hanna Reitsch bei diesem Besuch spielt, wird noch lange für Spekulationen sorgen. Mein Führer, Ritter Greim und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Tod zu gehen. Ich danke Ihnen für diesen Treuebeweis. Tatsächlich gelingt es Reitsch, von Greim wieder aus Berlin herauszufliegen. 11 Tage später ist der Krieg vorbei. Was ist aus den Himmelsstürmerinnen nach 1945 geworden? Hanna Reitsch kämpft nach dem Krieg gegen ihr Nazi-Image und ist als Segelfliegerin erfolgreich. Beate Use wird eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen in Deutschland. Mit eigenem Firmenjet. Elli Beinhorn arbeitet erfolgreich als Buch- und Fernsehautorin. Mit 72 Jahren gibt sie freiwillig ihren Pilotenschein ab. Melitta von Stauffenberg wird von ihrem Mann Alexander, der den Krieg überlebt, in das Familiengrab in Lautlingen überführt.